Mein Sohn war ein zutiefst geistesgestörter Mensch. Wie soll ich Ihnen erklären, wie gefährlich er war? Nein, nicht wahr. Ist. Sie ist keine Polizistin. Sie braucht kein Beweismaterial, sie braucht keine Fakten. Sie braucht bloß einen Tatort und eine Leiche. Und das ist alles, was wir haben. Special Agent Scott? So einen Mord gab's schon seit Jahren nicht mehr. Das Gesicht ist übel zugerichtet, die Hände sind abgetrennt. Das hat einen sexuellen Hintergrund. Das turnt ihn an. Das ist James Costa. Er behauptet, er hätte einen Großteil von dem, was passiert ist, gesehen. Ich habe den Mann gesehen, der das getan hat. Okay? Ich habe ihn gesehen. Und ich kann Ihnen zeigen, wie er aussieht. Könnte das Ihr Sohn sein? Das wäre möglich. Aber mein Sohn ist vor 19 Jahren gestorben. Das Leben anderer nehmen. Das ist es, was Martin Escher seit 20 Jahren tut. Sein erstes Opfer kam bei einem Autounfall ums Leben. Er täuschte damit seinen eigenen Tod vor und nahm die Identität des Jungen an. Er ist wie ein Einsiedlerkrebs. Er wächst aus einer Muschel heraus und sucht sich eine andere. Das ist er. Er weiß, dass ich mit der Polizei zusammenarbeite? Der Köder stirbt immer. Das ist die beste Chance, den Typen zu fassen. Wieso hast du der Polizei von mir erzählt? Lass ich dir hinbleiben! Du hast etwas, das ich will. Oh, hilf mir! Was Schreckliches wird passieren.